Hallo liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GNS TV. Ich bin bei Vostor Batteries auf dessen Messestand in Düsseldorf auf dem Caravan-Salon. Hier neben mir steht der Besitzer der Firma Vostor Batteries. Hallo Norbert. Hallo Guido. Ja, also ich bin ja froh, wenn ich dich da mal mit bei habe, oder du bist vielleicht auch froh, wenn du mich dabei hast. So war ja immer unser Tenor. Aber ich würde heute noch mal auf die Qualität unserer Batterien. Jetzt haben wir ja hier unser gelabeltes System für GNS TV. Das habe ich ja schon mal gezeigt. Ja. Hier unsere 300 Amperestunden Version, die jedoch exklusiv nur für GNS TV Partner gibt. Aber wir haben natürlich auch alle anderen Systeme im Programm, Batterien, die wir hier auch ausstellen und die man sich hier auf der Messe natürlich auf unserem Stand anschauen kann. So, und der Norbert, der ist ja jemand, der kennt sich ja mit Batterien so richtig gut aus, weil er jeden Tag nichts anderes macht. Ne? Ich bin ja auch mit Solar unterwegs und ich habe ja andere Dinge, aber du bist natürlich der Fachmann vor dem Herrn. Und es geht ja auch nochmal um die Qualität. Ich erzähle ja meinen Zuschauern immer, dass wir eine besondere Qualität haben, weil wir auch besondere Leistungen aus dieser Batterie herausholen können. Und das Ganze aus meiner Sicht natürlich nur mit Qualität. So, und da wollen wir deine Stimme nochmal hören. Warum haben unsere Batterien so eine hohe Qualität? Also prinzipiell liegt es schon mal daran, dass die Zellen, die was wir verwenden, von ausgesuchten Herstellern gefertigt werden. Ja. Das ist also keine Massenware. Und somit ist generell der Kreis, der diese Zellen anbietet, schon wesentlich kleiner, weil die Zellen speziell für diese Anwendungen gemacht sind. Also das ist keine allgemeine Zelle, die man in vielen verschiedenen Bereichen einsetzt, sondern das ist eine sogenannte Hoch- oder Schwerlastzelle, die standardmäßig diese Abgabeleistung, die wir auch anpreisen mit unseren Batterien, bringt. Dass andere Zellen kurzzeitig so eine Leistung bringen, ist möglich, geht aber meistens bei der maximalen Belastung wirklich auf die Lebensdauer. Also es heißt nicht, dass andere Zellen das überhaupt nicht schaffen. Es schaffen manche Zellen, so eine annähernd hohe Leistung zu bringen, aber entweder für eine sehr kurze Zeit oder mit dem Manko, dass die Zelle in diesem Bereich wirklich leidet drunter und hinten raus die Lebensdauer enorm verkürzt. Das wollen wir ja nicht haben. Nein. Deswegen haben wir so eine Qualität. Das sehe ich doch richtig, oder? Ja. Ja, ich meine, ist natürlich auch immer eine Diskussion, der eine erzählt dieser so und jeder hat die tollste Batterie und jeder hat die beste Solaranlage. Aber ich sag doch mal, wenn wir doch mal ganz ehrlich sind, ein bisschen Qualität im Programm zu haben, macht doch Sinn. Ja, ich habe in meinem letzten Video erwähnt, dass eine Batterie, die nur 150 Ampere herausgibt, das hat auch seinen Grund. Ja, und wir können halt 200, das hat auch einen Grund. So, dann wird auch immer wieder erzählt, ja, liegt am BMS und wir können das auch. Und dann frage ich mich natürlich, warum man das dann nicht macht, wenn man es kann. Ja, viele wollen sich damit ein bisschen rantasten an die Leistung, die wir anbieten. Ja. Die Leistung basiert bei uns auf der Qualität der Zelle in Verbindung mit dem BMS. Und so wie wir ja diesen Dauerentladestrom angeben von 200 Ampere, finden wir jetzt am Markt ja Anbieter, die Dauerladestrom begrenzt, Klammer auf, in Minuten angeben, was ja nichts mit Dauer zu tun hat. Schon wäre das Wort Dauer ja falsch interpretiert. Ja, das ist also eine Annäherung. Also Dauer sind keine 5 Minuten. Genau, Dauer ist Dauer und nicht annähernd oder begrenzt auf 5, 10 oder 15 Minuten. Ja. Aber man will sich da an unseren Wert eben annähern, um zu simulieren, dass man was ähnlich Qualitatives hätte. Richtig. Ich habe im letzten Beitrag auch erwähnt, dass wenn man eine andere Zelle nutzt, die weniger kann, so kann man es ja sagen, oder? Ja. Die kann man natürlich auch preiswerter einkaufen. Natürlich, das natürlich. Ist auch logisch, oder? Und der momentane Effekt ist sogar das, dass die hochqualitativen Zellen nicht günstiger werden. Der Anteil von Lithium ist anders da. Die Fertigung wird nicht günstiger, egal wie viel Stück man macht und bleibt hochpreisig. Ja. Dagegen im Serienbereich die Zellen immer ticken günstiger werden und damit ist die Batterie einfach auch günstiger. Die hochpreisige Zelle hat ihren Preis und die wird sich auch nicht ändern. Ja. Daran erkenne ich aber schon auch ein bisschen die Qualität der Batterie. Ja? Da geht es ja auch drum. Also man kann doch niemand erzählen oder glaubhaft rüberbringen, dass es keine Qualitätsunterschiede gibt. Das ist ja bei einer Solarzelle genauso. Ja, wenn ich Solarmodule sehe, da gibt es Unterschiede wie Tag und Nacht. Das liegt auch an der Qualität. Aber nochmal darauf zurückzukommen, jetzt bist du ja jemand, du hast ja Kontakt auch zur Fertigung. Ja. So, erzähl doch mal, wie,
wie das abläuft. Das wissen ja wenige. Ich bin ja jemand, ein Praktiker. Ich baue das Ding in mein Wohnmobil, schließe da alles dran an, schweiß damit rum, Stemmhammer, Presslufthammer, weiß ich was. Mach da jede Menge Blödsinn mit, weil ich weiß, dass ich das kann. Und wenn ich das kann, dann zeige ich das doch gerne. Ja? Aber davon habe ich natürlich wenig Ahnung. Und deswegen bin ich auch froh, wenn ich diese Woche hier bei dir bin, weil ich lausche auch immer nach rechts und nach links. Erzähl mal, wie da die Produktion stattfindet. Wie muss man sich das vorstellen? Weil das wird ja nicht in Deutschland gefertigt, wie bei allen anderen auch. Ja, also die prismatische Zelle, sagt ja der Name schon aus, prismatisch ist ein Block. Und dieser Block hat ein bestimmtes Maß. Und das ist schon mal die Vorgabe dafür. Also ich habe bei einem Lieferanten dieser Zellen nicht 100 verschiedene Maße, sondern es gibt nur ein bestimmtes Auswahlkontingent. Und in dieses Maß muss man diese Leistung pressen. Und das ist ja das Know-how, was diese Hersteller haben. Genau. Hingegen anders gesehen, die Rundzelle, die wird einfach gewickelt. Und hier habe ich wahnsinnig viel Spielraum. Und die Fertigung entscheidet sich ja noch dazu, eine prismatische Zelle, die wird in einem Reinraum gefertigt und wenn die Straße läuft, wird das ganze Jahr nur dieser Typ gefertigt. Ja. Eine Wickelzelle mache ich heute einen bestimmten Typen und kann in einer Woche mit sehr geringer Umrüstung einen anderen Typen machen. So, und das macht die Zelle aber qualitativ so anfällig. Ja. Das heißt, ich müsste bei den Rundzellen jede Zelle prüfen, die ich einkaufe, entspricht sie der von mir geforderten Qualität. Ja. Dagegen die prismatische Zelle, das ist wie Fließband, wenn das einmal läuft, läuft es ein Jahr lang durch und wird eigentlich immer besser. Ja. Das wird nicht umgestellt, es wird immer besser und damit ist die Qualität so zuverlässig. Deswegen haben wir die im Programm. Was wir anbieten. Ja, weil du machst das ja schon ewig mit diesen Zellen und welche nehme ich da, welche Anforderungen hast du an den Hersteller, kann er die machen, kann er die nicht machen, das ist ja dein Ding. Ja, und ich finde, du hast ja auch... sucht ja auch seinesgleichen zu dem Preis. Ja, also wir können jetzt noch zu einem Premium-Hersteller gehen. Ich meine, bei uns steht auch Premium drauf, ist es auch. Aber ich meine jetzt hier größere Hersteller, die Industriebatterien im Programm haben. Das kannst du natürlich steigern. Für doppelte Geld haben wir dann demnächst auch ein Programm. Das ist immer kein Problem. Das wäre ja nicht der Problem. Aber wir wollen ja eine vernünftige Campingbatterie, nenne ich die mal, für den Wohnwagenfahrer, für den Wohnmobilisten, ja, für den Bootsfahrer, für Fishing, den ganzen Freizeitmarkt. Da wollen wir eine vernünftige Batterie machen, die du gemacht hast. Ja, da hast du auch ein bisschen viel gebraucht, das muss man ja auch ehrlich sein. Aber jetzt haben wir das Teil und ich würde dich noch mal bitten, unser BMS-System zu erklären. Ja, da wird ja auch immer viel geredet, dass einige Dinge nicht nötig sind und das ist alles Quatsch und so. Aber wir haben ja auch, was das BMS-System angeht, ein ganz hochwertiges. Ja, es ist ja auch unsere eigene Entwicklung und zwar abgeleitet aus dem Rennsport. Ja, das ist ja, wir haben das ursprünglich für den Motorrennsport entwickelt und sind damit Sachen konfrontiert worden, die es vorher gar nicht gab. Kurzschlussfest ist zum Beispiel so ein Punkt. Also zum einen die Sicherheit, was in den Rennwegen sehr wichtig ist, aber auch die Kurzschlussfestigkeit. Ja. Und das ist in unserem BMS eingeflossen. Und das, was wir jetzt hier in unseren Batterien anbieten, ist wirklich der Ableger aus dem Rennsport, nochmal optimiert für diesen Anwendungsbereich. Mhm. Aber die Basis haben wir geschaffen im Rennsport. Und im Rennsport gibt's zwei Sachen, die extrem wichtig sind. Und das ist Zuverlässigkeit und Zuverlässigkeit. Ja, genau. Weil eins hast du vergessen, Zuverlässigkeit zum Beispiel. Ja? Weil wenn das nicht funktioniert, ist man sofort raus. So und im Rennsport ist es ja so, wenn ein Team das einsetzt und es nicht funktioniert, dann ist man flächendeckend raus. Ja? Genau. Also hier steht die Zuverlässigkeit an erster Stelle. Und das kommt ja auch den Wohnmobilisten zugute, weil die Leute wollen ja in Urlaub fahren und sich nicht um die Batterie kümmern. Genau. Und das wollen wir anbieten, indem wir ein Batteriesystem liefern, das läuft. Ja. Einbauen, vergessen, weil es läuft. Genau. Ich will mich nicht um eine Einzelzellenspannung kümmern, das manche vielleicht toll finden, um das zu sehen. Die Frage ist, was mache ich, wenn ich es sehe und es ist nicht toll. Ja. Ja? Ja. Ich kann sagen, was wir machen, unser System macht es automatisch und trifft da von abgeleitet eine Maßnahme, was dafür sorgt, dass die Sicherheit im Vordergrund steht und da muss keiner draufschauen, das muss keiner überwachen, weil wir müssen das in der Nacht machen. Ja. Unser System arbeitet 24 Stunden. Richtig. Immer. Genau, müssen halt getrennt zu Bett gehen. Genau. Dann gibt es natürlich generell kein Standard für ein BMS. Ja? Ja. Also jeder kann Funktionen einbauen, die er für gut findet oder für weniger gut findet. Es gibt keinen richtigen Standard. Ja. Und eine Geschichte ist zum Beispiel das Balancing. Da wird immer viel drüber geredet und
wir haben seit langem oder durch den Motorsport ein aktives Balancing, das jetzt viele parallel mit anbieten und ich mich wundere, wie die so schnell zu einem aktiven Balancing kommen, weil so schnell waren wir da nicht beim aktiven Balancing. Okay. Aktives vielleicht Balancing, haben wir auf die Qualität geachtet. Vielleicht, ja. Aber vielleicht haben wir auch sehr viel lernen müssen, um ein aktives Balancing hinzubekommen. Mhm. Im Motorsport schaut es so aus, dass eine 20 Ampere Batterie bei der Rekuperation, beim Bremsen, kurzzeitig mit 200 Ampere geladen wird. Ja. Und das geht nur, wenn die Zellen optimal vorbereitet sind. Ja. Und das muss in Bruchteilen von Sekunden passieren. Genau. Und so funktioniert unser aktives Balancing und sorgt schlussendlich auch dafür, dass im Wohnmobil die Batterien nicht unbedingt bei uns zwingend vollgeladen werden muss. Ja. Somit glaube ich, dass in anderen Bereichen das Balancing mehr auf dem Papier stattfindet wie in der Batterie selber. Ja? Okay. Weil das ein sehr komplexes System ist, wo wir sehr lang entwickelt haben und da sehr viel Geld investiert haben. Und deswegen bin ich überrascht, wie schnell das jetzt andere von in ein paar Monate hinkriegen. Andererseits haben wir keine Rückläufe. Genau. Ja, das muss ja auch irgendwo dran liegen. Ja, wenn ihr da im Internet liest, ich sag mal, einige Foren und das geht nicht, App läuft nicht, Batterie hat sich verabschiedet. Ich sag mal so, die Leute, die sehr zufrieden sind, sind dann auch die, die sich gar nicht mehr so viel im Forum darüber unterhalten, weil sie ja generell zufrieden sind. Genau. Meistens haben wir im Forum ja Leute, die irgendeine Lösung suchen für ein Problem, das sie vorher nicht hatten. Ja, genau. Ja? Genau. Da sind wir aber auch vielleicht weniger Leute. Da sind wir aber auch raus. Also kann man ja mal nachlesen. Ja. Ja, also wir wollen jetzt nicht alles verraten am ersten Tag. Lieber Norbert, wir haben einiges vor diese Woche und der Plan steht, den haben wir gestern schon besprochen, was wir jetzt hier alles machen. Und es wird natürlich täglich Videos geben, ist ja klar. Den Norbert habe ich schon genötigt, mir immer Rede und Antwort zu stehen. Und es klappt ja auch ganz gut. Er macht das, als wenn er schon 25 Jahre machen würde, wie ich finde. Super, ja. Und ja, denkt an das Angebot. Ja. Ich habe ja ein Lithium-Angebot kreiert mit dem Messstand von Victron. Wir haben das Solarangebot für beide Anlagen, für die Blackrock-Taktzelle und Schindel. Kommt einfach hierher, sagt mir, welchen Partner ihr oder von welchem Partner ihr bedient werden wollt. Bettbusch, Bockhorn, Leck, Schleswig-Holstein und Grimma. Das ist alles ja kein Problem. Und dann freuen wir uns auf euch. Wir können Kaffee trinken, wir können euch alles angucken. Wir beide beraten euch. Die Partner sind auch noch da an den Wochenenden. Das habe ich aber schon mal extra gesagt, wann das geht. Hast du noch was? Möchtest du noch was sagen? Ich würde mich freuen. Ja. Und wir warten, was kommt. Ja, genau. Alles klar. In dem Sinne, macht es gut, bleibt gesund. Euer Guido von GNSTV. Ciao.